William Niviara, Chest Workout at 5 Star Duisburg. Let's go, Freunde. Ich hab Bock. Good morning, good morning. Welcome back. Today is first... Community Formcheck habe ich bereits an dem Tag nach dem Video mit Mike abgedreht. Das landet bald auf meinem Hauptkanal. Da haben wir, boah, wir haben über 200, 300 Zusendungen bekommen. Wir haben uns auf 5 Leute beschränkt. 5 interessante verschiedene Charaktere. Auch eine Dame war mit dabei. Könnt ihr euch freuen. Können wir öfter machen sowas. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Waren auch echt viele stramme Jungs dabei, auch viele Wettkampfjungs. Day of the meet and greets at the 5 Star Gyms. So we drove all the way from South Germany, Heidelberg, to... Heidelberg. We're at Duisburg, right? 4 hours. A lot of traffic, but we made it. Can't wait to go in. I guess there are a lot of people already. So, let's go. Nein, Dorfmädel, aber ich würde als Frau die Fette immer weit oben lassen. Mike, stabiler Athlet, keine Frage, aber seine Videos, weiß nicht, holen mich nicht so ab. Bro, du musst auf jeden Fall bedenken, der Junge macht alles selber mit seiner Frau, ne? Der hat kein YouTube-Team, wie beispielsweise eigentlich 99,9% der anderen Jungs, die wir uns angucken. Da stehen professionelle Cutter hinter, professionelle Kameramänner. Das alles filmt seine Frau und schneidet seine Frau. Dafür ist es krass. Dafür ist es gut, man muss man den lassen. Und er hat auch viel gehustelt, auch jetzt, wo der in Prep war. Der hat fast alle 2-3 Tage ein Video rausgehauen. Das ist krass. Das Seminar habe ich mir zum Teil auch reingezogen. Ich kam leider etwas spät. Um 12 Uhr fing es an. Ich war um 15 Uhr, glaube ich, dort. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Celal 433 verschenkt 5 Abos an die Community. Celal, Dankeschön, mein Lieber. Guck mal hier, was für ein Ehrenbruder. Die beiden hier, die sind da gekommen mit meinem Merchandise. Gib mir noch 2 Wochen das legendäre Shirt. Kommt bald übrigens wieder auf den Markt in einem überarbeiteten, verbesserten Design. A la Balenciaga, Freunde. Ihr könnt euch freuen. Und 2 weitere Designs kommen auch noch. Ihr könnt euch freuen, das wird richtig wild. So in diesem Ding drin. Ich kann es nicht beschreiben, es hört sich ein bisschen komisch an. Ich bin in dieser Situation voll eins geworden. Du machst das, was du immer machst, weil es schön mit haben. Das ist wie ein Film, bei dem du nicht dabei bist, aber... Ey, Schnitt und Bild ist super in dem Video bis jetzt, ja? Alright, meet and greet is over, so we have some guys over here. We're gonna have some posing classes right now. So that's quite the end of the day, unfortunately, with some very nice conversations, good talks, good questions, good answers. And now we can see all the guys right now getting naked, so you need to pay, right? Pay a link, OnlyFans, down in the description below. Let's go. Da gab es noch ein kleines Posing-Seminar. Mike hat den Jungs gezeigt, wie man post. Nussdorf 1, danke dir fürs Prime-Abo. Auch Respekt an ein paar Jungs, zum Beispiel der zweite hier in der Mitte, der gerade erst mit dem Training begonnen hat, dass er sich da so nackig zieht und am Posen ist. Der dritte hier, wenn er so unscheinbar steht, sieht er nach nichts aus, aber der war so engagiert, Alter, der konnte richtig gut posen, ohne Spaß. Das Publikum steht und die Passive, die das Publikum nicht sieht. Mike hat das auch cool erklärt alles. Zum Beispiel, der Arm ist mal aktiver und der Arm der passiver. Und so gehen wir quasi von Kurs zu Kurs.
pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Oh. Also ich glaube, Mike als Posing-Coach zu nehmen, da ist man, denke ich mal, auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil er hat das wirklich brutalst gut alles erklärt. William, schaue lange deinen Content, gibt niemanden in der Szene, der sehr reflektiert ist und witzig. Danke dir, mein Lieber, du leckst niemanden den Speichel weiter so. Dabei wird es auch bleiben, obwohl schon, doch, vielen Leuten gebe ich auch Props, ne? Aber oftmals sage ich auch einfach das, was ich denke. Das ist das Erfolgsrezept. Sodbrennen von EAAs höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Und ich bin jemand, ich trinke ein Glas O-Saft und habe sofort Sodbrennen. Hast du Bock aufs Training? Ach so, ja voll. Was macht ihr? Brust. Ja. Das ist mein Lieblingsworkout. Letztes Mal war ja Beine. Ist ja nicht so. Ist das hier, ne? Ich mag Beine, aber durch meine scheiß Verletzung ist nicht so geil. Aber auf Brust oder Arm, hat er gesagt. Ich hatte jetzt eh ein bisschen länger Pause. Ich habe 3 Tage nicht trainiert, also bin ich flexibel. Aber ich habe Bock. Die haben auch geile Geräte hier. Von Nautilus auch ganz. Ey, das Five Star in Duisburg hat brutale Geräte. Alter. Also, wenn wir Brust trainieren sollten, dann zeige ich ihm, was ich für eine Power habe. Nimmst du mal heute was? Nehme ich ihn heute richtig. Hello, boys and girls. Oh shit, jetzt wird's Englisch, jetzt wird's lustig. Welcome back. Today we're not gonna train legs, right? We're gonna train chest. My favorite exercise. Muskelparty. Muscle party, Digga. Sehr gerne, Taddy. Sehr, sehr gerne. Johannes Lukas Gehstock knallt noch ein paar Bits raus. Dankeschön. Muscle Party, Digga. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier, Crank Pump Pro, kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zu euch Athlete Stack. Also, Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. We're gonna do party today. Muscle party. Muscle chest party. Alright, guys. Let's go. Quick tip number. War doch richtig, Digga. Muscle chest party. Ganz einfach. Ciano Beloten, danke dir, Mann, für den netten Text. Number one, stretching back increases range of motion. That's good for a chest workout. Oh, endlich mal ein Trainingsvideo von mir. Das ist Reactor Veins. Reactor Veins, ihr wisst. German Ghetto Gym. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. Cool, dass Mike auch Trainingsanfängern zur Seite steht. Ja, Respekt geht raus an Mike, dass er sich das Elend antut hier mit mir. Menu plan. Today on the menu. What we eat? What? Which exercises? We're gonna eat some butterflies. Then it's flies on cable or next one butterfly machine? No, flies. Awirz 69, danke dir für 10 Monate Support, Mann. Cable. Okay. We're gonna do heavy chest press, mm-hmm. Incline or flat, mm-hmm. Plate loaded, and we're gonna drop the shit out on. Digga, der hat die vergewaltigt, hat er mich mit den Dropsticks, Alter. Stacks. This machine. Duisburg Meidernich war das, glaube ich. Meidernich, irgendwie so. Ist auf jeden Fall ein cooles Gym. Tschernobyl Hoden knallt hier auch 5 Abos an die Community. Freunde, was geht heute ab, Digga? Hype Train ist am Start. Danke für den krassen Support hier zum Anfang des Streams. Ihr seid ja der Knüller. We'll break our egos real quick. Just tried one plate and it feels like fucking 2 plates. Ach komm, der hat keine Ahnung. Leicht war das. This is because you have no power. I should do more reactions. Yes. Oh, I guess it will be a battle.
Who can push more? Fuck you. Fuck you. Mike wollte mir Dropsticks mitgeben und wir haben es einfach vergessen, Alter. Der hat mir dann noch auf der Autobahn geschrieben, fuck Bro, die Dropsticks hast du vergessen einzupacken. Richtig ärgerlich, Mann. If I fuck up my chest right now, it's for a reason. It's for YouTube. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. They call me a god. Die Maschine war aber auch wirklich nice. Die war, glaube ich, von Matrix oder Techno Gym Plate Load, aber die war echt stramm, die ging richtig gut rein. Zellal 433 knallt nochmal hier 5 Abos raus an die Community. Ich küsse doch deine Kniescheibe, Mann. Geil, danke. Da musste der mir helfen, weil Range of Motion beim Ausziehen ist natürlich nicht mehr vorhanden bei mir. Vor allem, wenn man auf Pump ist. Perfekt. That's love, guys. That's love. Oh, voll der Süße. Guck mal bitte, wie wir gedroppt haben. 4-mal, Alter. Die war auch sehr stramm, die Maschine. So eine Brustpresse, die war krass. Go ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never gonna fight more. Two more than Mike Boy. I got a hand real steady. Two extra pages. You see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. What's next? Last exercise. Last but not least. Muss ich immer an meinen verdammten Englischlehrer denken. Last but not least. Halt die Fresse, du Bastard. For today, butterfly tech deck. I think we make 4 sets and the last set drop set. Guck mal bitte, was ein Englisch, Freunde, ich bitte euch. Ich bitte euch. Tech deck. I think we make 4 sets and the last set drop set. Good. No problemos for me, my friend. Shit. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. I think we make. Rest in peace, Greg Plitt, you know him? Greg Plitt? He told me, der hat mir gar nichts gesagt, Digga, der hat das in einem YouTube-Video gesagt. No, he told me not, so. He told me not! He told in a YouTube-Video, I think it was over 10 years ago, when you make a pack deck. Was soll ich jetzt vorstellen? Imagine, Digga. You hug a. Fat Grandma. Fat Grandma. Yes. Also Freunde, jetzt mal Spaß beiseite bei dem bescheuerten Englisch. Ich wollte nur sagen, wenn ihr Fleiß macht oder Butterfly, stellt euch innerlich vor, ihr umarmt einen dicken Baum oder eine dicke Oma. Ich schwör's euch, seitdem Mind-Muscle-Connection, beste Bruder. What'd you say? Hugging the grandma? Mm-hmm. Fat Grandma. Zellal, ich schwör's dir, mein Englisch ist Katastrophe. And then, push her away. Hugging grandma, push her away. Ey Junge, Form wird langsam, sieht das hier nach Bodybuilding wieder aus, Alter. Langsam sieht's nach Bodybuilding aus, das gefällt mir. Boah, Junge, bin ich das? Das war's schon. Schade, war ein kurzes Dingen, aber ein geiles Dingen. Gibt ja selten Trainingsvideos von meiner Seite aus. Aber ich muss sagen, war ein knappes. Wir haben eine Stunde durchgeballert, 4 Übungen, Cablefleiß, Schrägpresse, Flachpresse und nochmal Packdeck Butterfly. Hat reingeknallt. Immer schön Dropsätze am Ende, reicht für die Brust. 4 Sätze. 4 Übungen, 4-5 Sätze, passt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein
oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank.